Liebe Mückenstürmer, liebe Dahergelaufene, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier in der Stiftsruine zum Fackeleinzug mit anschließender Festansprache. Ich darf Ihnen die herzlichsten Grüße der städtischen Gremien übermitteln, insbesondere von Herrn Stadtverordnetenvorsteher Professor Lothar Seitz neben mir. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, in diesem Jahr den alten und den neuen Feuermeister an meiner Seite begrüßen zu dürfen, Udo Rosbach und Klaus Otto. Zu den beiden kommen wir nachher noch. Lass uns doch mal Applaus geben. Ich begrüße und bedanke mich bei dem Stadtmusikverein sowie dem Posaunenchor des CVJM der Evangelischen Kirche. Ich begrüße ganz herzlich heute Abend auch die Vertreterinnen und Vertreter und Freunde aus unseren Partnerstädten Lele Roos, Schumberg sowie vom Schnellboot Zobel. Wir haben, wie Sie wissen, dieses Jahr ein 25-jähriges Jubiläum mit der Partnerstadt Lele Roos und hatten dies gestern Abend in einem würdigen Rahmen begehen können. Ich darf mich bei allen Beteiligten schon mal ganz herzlich für ihre Unterstützung auch in diesem Jahr bedanken. Wir haben in diesem Jahr verschiedene Neuerungen, das haben Sie mitbekommen. Eine Neuerung, der neue Feuermeister, da kommen wir gleich noch zu. Wir haben eine weitere, ja, Neuerung ist es eigentlich nicht, es war schon da, wir lassen es neu aufleben. Am Mittwochabend die Leuchtteufelverbrennung. Dazu lade ich Sie schon mal ganz herzlich um 22 Uhr ans Feuer. Wir haben in diesem Jahr auch ein neues Organisationsteam. Ich nutze die Gelegenheit, um Frau Julia Scholz und Herrn Helge Assi für die vorbereitenden Arbeiten des Bundesfests ganz herzlich zu danken. Sie haben sichergestellt, dass es auch dieses Jahr ein gutes Bundesfest gibt. Lassen Sie mich dies natürlich auch verbinden mit einem ganz herzlichen Dankeschön an Wilfried Rosbach, unseren Mr. Lolz, der das die letzten Jahre, ich glaube 34 Jahre waren, sehr hervorragend gemacht hat. Meine Damen und Herren, 1161 Jahre Lullusfest. Und dieser würdige Rahmen, diese große Tradition, es ist das älteste deutsche Volksfest, wollen wir auch in diesem Jahr begehen. Dazu freuen wir uns natürlich auch, dass die Schausteller und Sponsoren wieder ihren Beitrag leisten. Sie haben eben schon gesehen, der Markt ist erleuchtet. Morgen geht's los mit viel Spannung. Die Eröffnung erwartet. Genau. Meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Akt, und zwar die Übergabe der Lolzfackel. Der bisherige Feuermeister Udo Rosbach wird die Lolzfackel jetzt an den neuen Feuermeister Klaus Otto übergeben. Attacke!